Thema heute ist ja heute und morgen, sowas angekündigt. Wo stehen wir heute und was wird morgen sein? Das ist die Frage. Und ich habe leider keine Antwort. Ich weiß aber, dass ich das, was ich heute erlebe und mir zugetragen wird, nicht das ist, was ich erleben und hören möchte. Ich könnte euch wieder und wieder von der Traumatisierung der Kinder erzählen, von den Ängsten und Sorgen der jungen Familie oder von der Einsamkeit der Senioren. Nichts hat sich verändert. Aber mein Thema heute ist es, der verfassungswidrigen Diskriminierung und gewollten Spaltung inmitten unserer Gesellschaft mit einem klaren Nein entgegenzutreten. Bei diesem Nein geht es nicht mehr um geimpft oder ungeimpft, sondern um den einzelnen Menschen. Der einzelne Mensch, der vielleicht unser Nachbar, unser Partner, unser Freund oder unser Bekannter ist. Diskriminierung geht uns jetzt alle an, denn Diskriminierung ist kein Kavaliersdelikt. Diskriminierung ist eine grobe Verletzung der Menschenrechte. Wie kommt es zu dieser Diskriminierung? Was sind denn die Gründe für die Übergriffe für Andersdenkende, auf Andersdenkende? Was spaltet die Gesellschaft? Was steckt hinter all diesen Sanktionen und der Diskriminierung von nicht geimpften Menschen? Könnte es sein, dass es eine wunderbare Strategie von Seiten der Politik ist, um uns abzulenken? Abzulenken von Fehlern und von vielem, was geschieht? Man lenkt den Fokus auf die Schuld. Und diese Schuld tragen nun scheinbar die Ungeimpften. Wie viele Krankenhäuser hätte man mit diesen Milliarden finanzieren können? Wie viel Geld dem Personal zusätzlich geben? Wie viel Geld in die Gesunderhaltung investieren? Wäre der Wille da gewesen. Aber es ging und geht nicht um Gesundheit. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind, nämlich keinen Schritt weiter wie vor über 19 Monaten. Die Gedanken sind ja noch frei und kostenlos. Und so sage ich euch, für mich sieht das Ganze nach einem Machtspiel aus. Denn nur mit Macht lassen sich diese Einschränkungen der Grundrechte und vor allem auch die Unverhältnismäßigkeit, in der wir uns heute befinden, rechtfertige. Mit Demokratie oder Recht hat das nichts mehr mit zu tun. Ich wundere mich so ein bisschen über das Vertrauen der Menschen. Ich hab's nicht. Ich werde eher nachdenklicher, fassungslos, hin und wieder ziemlich hilflos und manchmal ziemlich wütend. Wir haben uns verändert. Alle. Wir ziehen die Sicherheit der Freiheit vor. Lassen zu, dass die Sicherheit das Recht auf die körperliche Unversehrtheit verdrängt. Und wir haben die Eigenverantwortung im Namen der Sicherheit abgegeben. Ich glaube, wir hätten mehr auf uns achten sollen. Darauf achten, wie wir unsere Mitmenschen betrachten. Fragen, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Sie fragen sollen, was der Grund für die jeweilige Entscheidung bei beiden Seiten ist, bevor wir uns bewerten oder verurteilen. Wir haben es versäumt. Wir haben es versäumt, miteinander zu sprechen und uns stattdessen ganz geschickt in eine Zweiklassengesellschaft hineintreiben lassen. Gerade und trotz dieser Entwicklung frage ich mich, welche Berechtigung hat die Diskriminierung von Andersdenkenden. Es gibt keine Berechtigung für die Diskriminierung. Es gibt sie nie. Und auch nicht aufgrund eines Status im Impfpass.
Man weiß inzwischen, die Impfung schützt eventuell vor einem schweren Verlauf und dient somit dem Eigenschutz. Geimpfte können das Virus aber weitergeben und lassen sich trotz diesen Erkenntnissen leider, leider nicht testen. Und Immunität wird es keine geben, aber dafür ein Impfabo. Ich frage mich, warum soll es nach all diesen Tatsachen verwerflich sein, wenn Menschen der Impfung gegenüber kritisch sind? Gerade in Anbetracht dessen, dass es für diese Impfung nur eine vorläufige Zulassung gibt. Welches Verbrechen begeht ein Mensch, wenn er Bedenken und Ängste über die Langzeitfolgen ausspricht oder Bedenkzeit wünscht? Diese Impfung hat es so zuvor noch nie gegeben. Und gab es bei der Impfung mit Pandemrix nicht auch Langzeitfolge? Oder war die Narkolepsie, die später auftrat, nur ein kleiner, bedauerlicher Zwischenfall? Wenn ich mich richtig erinnere, war die Impfung zum Schutz der gefährdeten Gruppen gedacht, sowie anfangs der Lockdown gegen die Überbelastung der Krankenhäuser. Nachdem die gefährdeten Gruppen geimpft waren, kam der Druck. Er wurde aufgebaut und aufgebaut auf die verschiedenen Berufsgruppen und die jüngeren Menschen. Und jetzt? Jetzt macht man nicht mal mehr vor den Kindern Halt. Im Gegenteil. Es wird behauptet, dass sie aus psychosozialen Gründen geimpft werden sollen. Was ist denn das Resümee dieser Impfung? Dass man zum ersten Mal in der Geschichte eine Krankheit, die man nicht hat, an jemanden übertragen kann, der dagegen geimpft ist. Moment. Weil diejenigen, die geimpft sind, keinen sicheren Schutz haben und eventuell durch diejenigen, die gesund sind, krank werden können. Also, ich kann es nicht verstehen und so manch anderes auch nicht. Und deshalb habe ich jetzt mal so ein paar Fragen an die Menschen da draußen. Und vorweg, ich habe mit Covid-Patienten gesprochen. Ich habe sie gesehen und ich weiß, wie es sein kann. Und ihr da draußen, habt ihr eigentlich mal mit all den verzweifelten Menschen geredet und ihnen in die Augen geschaut? Die Menschen, die nicht geimpft sind und nun ihren Arbeitsplatz verlieren, ihr Studium oder ihre Ausbildung in Gefahr sehen? Oder mit den jungen Menschen, die durch Corona so gut wie keiner Gefahr ausgesetzt sind und jetzt zur Impfung gedrängt werden, mit dem Köder der Freiheit? Mit den Menschen, die sich seit 19 Monaten bemüht haben, gesund zu bleiben und auch gesund geblieben sind. Und jetzt, obwohl sie gesund sind, scheinbar doch zu gefährlich sind, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Oder habt ihr mal mit einem 12 Jahre alten Kind gesprochen, das sich impfen möchte, weil es Angst vor Corona hat oder Angst um die Eltern und Großeltern? Mit Menschen, bei denen eine Impfung vielleicht eine Kontraindikation wäre, aber die aufgrund der Sanktionen gegen Ärzte kaum einen Arzt finden, der die berechtigte Impfunfähigkeit ausstellen würde. Mit Menschen, die nach dem ersten oder zweiten Impfstoff Probleme aufgrund von Nebenwirkungen hatten und jetzt Angst vor der dritten Impfung haben. Mit Angehörigen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung einen Menschen verloren haben? Habt ihr mit ihnen gesprochen? Ich würde es mir wünschen. Wünschen, dass ihr auch diese Seite der Geschichte betrachtet. Sprecht mit diesen Menschen. Schaut dabei in ihre Augen und fragt euch dann, ob eure Wahrheit die einzig richtige ist. Und wenn eure Wahrheit die einzig richtige ist und insofern Grund genug für all diese Ausgrenzungen und Diskriminierungen, dann fragt euch, was machen wir in Zukunft mit den Alkoholikern, den Rauchern, den Übergewichtigen,
und den Extremsportlern. Diese Liste wäre ewig lang. Werden Sie die Nächsten sein, die ausgegrenzt werden, denen man etwas verbietet, weil auch Sie eine zu große Belastung für unser Gesundheitssystem wären? Und wie? Wie kann man nur im Ansatz darüber nachdenken, den Geimpften den Test zu bezahlen und den Ungeimpften nicht? Zahlen wir nicht alle auch die Kosten für die Impfung? Und wie kann man das und noch so viel mehr, was geschieht, ignorieren? Wie kann man jetzt noch wegschauen? Wie kann man jetzt noch schweigen? Also wäre es nicht so traurig, wäre es irgendwie sogar faszinierend. Die 2G-Regeln sind unsinnig, willkürlich und würdelos. Sie sind schlichtweg eine an den Haaren herbeigezogene Maßnahme, einzig und alleine aus 3 Gründen. Um uns zu spalten, die Geimpften für ihre Solidarität zu belohnen und die Ungeimpften für ihren Ungehorsam zu bestrafen. Es gibt so viele Menschen, die regen sich auf über Worte wie Neger, Moor, Zigeunerschnitzel und Behinderte. Und jetzt, bei dieser massiven Diskriminierung, sind sie still. Sie schweigen, während genau jetzt in dieser Welt Millionen von gesunden Menschen die Rechte entzogen werden. Willkürlich und verfassungswidrig. Was wird morgen sein? Wie gesagt, keine Antwort. Aber ich hoffe, dass wir alle uns erinnern, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und bleiben muss. Vielleicht, ich hoffe es ja immer noch, können wir uns im Heute doch noch treffen und hier stehe und miteinander spreche. Es geht nicht um geimpft oder ungeimpft. Es geht auch nicht um Corona oder den jeweiligen Glauben daran. Es geht um mehr. Es geht um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Wie sollen wir Ihnen später einmal erklären, dass wir damit einverstanden waren, dass Menschen ausgegrenzt wurden, während andere nicht viel mehr und nicht viel weniger geschützt zur gleichen Zeit am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen? Wie sollen wir Ihnen erklären, dass sich die Ausgrenzung von gesunden Menschen massiv auf deren Beruf, das Privatleben, ihre Seele und ihre Gesundheit ausgewirkt hat? Und viele dazu geschwiegen haben, obwohl sie wussten, es ist nicht richtig. Wie sollen wir Ihnen erklären, wo hier eine Verhältnismäßigkeit war? Wie sollen wir Ihnen erklären, wie leichtfertig wir 2021 die Rechte, die Würde und die Freiheit für eine falsche Sicherheit aufgegeben haben? Wie sollen wir Ihnen erklären, dass freies Denken und freies Handeln 2021 Grund genug war, Menschen ihre Rechte zu nehmen? Wie sollen wir das später unseren Kindern erklären? Ich bin überzeugt, dass dieser massive Druck auf Andersdenkende sowie die Ausgrenzung und Diskriminierung von unserer Regierung gewollt ist. Die Frage ist nur, machen wir damit? Oder gehen wir endlich in die Eigenverantwortung und entscheiden uns für ein Miteinander, für den Partner, für den Freund, für den Nachbarn, für den anderen Menschen. Diskriminierung darf niemals sein und es wird aufhören, wenn wir es beenden. Denn es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und wir sollten uns den Sinn für das Richtige nicht nehmen lassen. Und schon gar nicht von unseren Politikern. Dankeschön.